Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristen-Hotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mach ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Mit diesem, man könnte fast sagen, Babyelefanten im Dagkammerskjöldhof beginnt mein heutiger Stadtspaziergang. Und gleich gegenüber, über der Matthäus-Jetzter Straße, auf Haus Nummer 3, finden sich diese drei Bärchen, auch Spielfiguren, einer in Weiß, einer in Rot, Braun und einer in Grau-Schwarz. Und natürlich ist im Dagkammerskjöldhof auch der erwähnte Namensgeber, ehemaliger UNO-Generalsekretär, verewigt. Besonderes Service für die Kinder dieses Hofes: Sie müssen sich beim Tempel hüpfen, keine Markierungen aufmalen, denn die sind schon fix fertig hier angebracht. Und ganz besonders hübsch sind auch die Fassadengestaltungen des Dagkammerskjöldhofes. Leider ein bisschen durch die Hochspannungsleitungen gestört. Floridsdorf ist ja vor allem von der Bausubstanz her ein relativ junger Bezirk mit sehr vielen Bauten aus der Zwischenkriegszeit und daher auch vielen Gemeindebauten, so wie hier dem Schlingerhof, der hinter dem Floridsdorfer Markt steht. An welche frühere Stadtstreicherfolge erinnert euch eigentlich dieses Szenario hier im Schlingerhof? Na klar, Kaisermühlenblues. Quasi hier der Floridsdorf Blues mit Stiege 12 statt Stiege 10. Hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, die Schuhe voll Sand. Hey, das mit den Schuhen voll Sand, das wollen wir jetzt mal überprüfen. Hat keine Schuhe an. Aber die Statue heißt auf jeden Fall Arbeiter mit Hammer. Und da war natürlich dieses Gunter Gabriel-Lied eine aufgelegte Geschichte. Und sie steht im Gemeindebau Werndlergasse 14 bis 18 in Floridsdorf. Ja, heute hat's mich irgendwie mit den Schlagern. An wen erinnert euch denn diese Frisur? Richtig, der Spatz von Avignon, Mireille Mathieu. Allerdings hätte die mit Sicherheit mehr an, wenn sie hier sitzen würde. Dieses junge Mädchen offensichtlich, sie meditiert. Noch nicht genug von einer jungen hübschen Dame, ich kann euch drei auch anbieten. Aber nicht die drei aus der Zauberflöte, sondern die drei von der Brünnerstraße in der Nähe des Floridsdorfer Marktes. Dass Gemeindebauten durchaus architektonisch ansprechend sein können, zeigt jener hier in der Justgasse 3. Inklusive Raben am Fenster, auch wenn sie nicht echt sind. Wer erinnert sich noch an dieses Kinderspiel? Lass die Räuber durchmarschieren durch die Goldene Brücke. Im Gemeindebau Oseagasse, Berzeliusgasse, steht diese Spielgruppe. Bleiben wir bei den Kindern, und zwar in diesem Gemeindebau Oseagasse, Karogasse, Justgasse, heißen tut die Figur natürlich, man sieht's, Knabe mit Ball. Was macht eine Sonne nur, wenn die Sonne nicht scheint? Sie macht sich keine Sorgen,
denn es kommt ein neuer Morgen. Achtung, jetzt geht's ums Eck und zwar mit Fischen und Pflanzen an der Ecke Justgasse, Rutnergasse, quasi das Haus des Meeres des 21. Bezirks, nur halt in diesem Fall als Mosaik, aber wunderschön. Dieses Kunstwerk im Gemeindebau heißt »Der Raum, in dem wir leben« und stammt von keinem Geringeren als dem berühmten österreichischen Künstler Rudolf Hausner. Und dieses ornamentale Band schmückt den Hof des Gemeindebaus Justgasse, Skraupstraße. Diese Dame ist Katharina von Österreich. Sie war eine Königin im 16. Jahrhundert. Allerdings, wenn man das hier sieht, was sich hier diese Künstlerin, der Name ich lieber nicht erwähne, gedacht hat, so ähnelt es eher der Venus von Willendorf. Platziert ist dieses Kunstwerk, wenn man es so nennen will, am Marco Polo Weg. Im Wasserpark treibt sich nicht nur manches lebendige Federvieh herum, wie diese Ente, sondern auch ein bronzenes Storchenpärchen. Ist halt nicht so weiß wie sonst immer. Und von diesem Storchenpärchen geht der Blick nach oben zum Florido Tower, der wie ein großer Wächter den Beginn des 21. Bezirks von der Donau her markiert. Ein Spielplatz für die Kinder gehört ebenso zum Wasserpark wie die ausgedehnte Natur, die dieses Gebiet zu einem beliebten Erholungsrückzugsort für die Wiener macht. Im Hof des Hauses Mühlschüttlergasse 15 befindet sich dieser Knabe mit Esel, dessen alternativer Name auch Tierliebe lautet. Dieser hohe Turm gehört zur Donaufelder Pfarrkirche St. Leopold, einem Backsteinbau mit recht interessantem Innenleben. Im Gemeindebau Fultenstraße 5 bis 11 stehen diese zwei spielenden Bären. Und die Nordmanngasse ist nach einem Herrn Nordmann benannt. Und dieser war ein General in der Schlacht um Aspern unter Erzherzog Karl. Gleich ums Eck am gleichen Gemeindebau ein weiteres Bild, und zwar von Sir Robert Fulton. Und dieser baute die erste funktionsfähige Dampfmaschine. So, liebe Leute, jetzt einfach mal kurz lesen. Vorwärtsplatz, der Fußballclub Vorwärts 21 oder auch Leopoldauer Arbeitersportclub war früher hier beheimatet. Mittlerweile statt dem Sportplatz natürlich kein Sportplatz mehr, sondern Gemeindebauten oder Wohnhäuser. Und das Denkmal erinnert hier an diesen Verein, auch nicht alltäglich in Wien. Was machen Schüler des Gymnasiums in der Franklinstraße 26, wenn sie irgendwo eine Wand finden, die einfach mal dasteht? Na klar, sie bemalen sie mit viel Fantasie. Gute Idee. Relativ jungen Datums, nämlich 1996, sind diese Figuren. Und zwar sind sie am Franz-Jonas-Platz, das ist der Platz vor dem Floridsdorfer Bahnhof. Irgendwie erinnern sie mich ein bisschen an die Simpsons, oder nicht? Und was macht Snoopy hier mitten unter ihnen? Nun, kleiner Scherz gewesen, die ganze Gruppe heißt übrigens Passanten, ein dreidimensionaler Schnappschuss.
Nur unweit finden wir Ecke Patrizigasse, Leopoldauer Straße, diese Figur des heiligen Patricius. Und schräg gegenüber, über der Kreuzung, diese Figur einer Mutter mit ihren Kindern. Wenn ihr jetzt glaubt, dass diese Kirche den 12 Aposteln geweiht ist, dann seid ihr auf dem Holzweg. Denn die Floridsdorfer Pfarrkirche am Pius-Pasch-Platz ist tatsächlich dem heiligen Josef geweiht. Die Figuren über dem Portal zeigen allerdings die 12 Apostel. Lange Zeit stand das Heeresspital Stammersdorf inmitten von Feldern und Wiesen, bis in den 90er Jahren rege Gemeindebautätigkeit rundherum einsetzte, inklusive Federvieh im eigenen Vorgärtlein und einem Trinkbrunnen im Haus Kummergasse 7. Vier Wasservögel zeigt uns dieser Steinquader in Gemeindebau Albert Gessmann, Gasse 2 bis 16 oder Mühlweg 105 bis 107. Wie überhaupt diese Gemeindebauanlage ein Paradies für Vögel zu sein scheint. Ja, und mit diesen Vögeln sind wir quasi nach Strebersdorf geflogen. Und dort gibt's in der Rustbergstraße 13, Roderoder Gasse 6, einen ausgedehnten Gemeindebau. Diese Figurengruppe hat wohl welchen Namen? Was denkt ihr? Sieht man doch. Schauende. Und dieses hier ist natürlich das stehende Mädchen. Viel Fantasie braucht man nicht. Allerdings bei dieser liegenden Figur schon. Ich hingegen vertröste euch auf nächste Woche, da geht's dann weiter.